Zuerst zeige ich euch das schöne und kunterbunte Familienland, das sich dank der Pillarsee-Card mit zahlreichen All-Inclusive-Angeboten auch nur für eine Stunde lohnt. Mitten in den Tiroler Bergen erlebt ihr über 50 Attraktionen auf 20.000 Quadratmetern. Lama-Trekking in Fieberbrunn mit Barbara Steinacher ist ein schöner Ausflug im Herbst, da es in den Sommermonaten oft so heiß für die Tiere ist. Ihr seht die freundlichen Vierbeiner Coco und Ronaldo. Timocs Wilde Welt ist ein Freizeitpark an der Mittelstation F1 Streuböden. Hier können Kinder in der Natur klettern und toben. Es gibt Wasserspiele, ein Restaurant, eine Sommerrodelbahn und tolle Plätze mit malerischer Bergkulisse für die ganze Familie. Das größte begehbare Gipfelkreuz der Welt findet ihr im Pillerseetal. Das Jakobskreuz auf dem Gipfel der Buchensteinwand haben wir mit dem Sessellift erreicht und freuen uns über den enormen Weitblick auf die Berge. Goldenen Oktober einmal um den rund 24 Hektar großen Pillersee herumlaufen, wird euch gefallen. Wir spazieren an einer Kneippanlage mit Sitzbänken und Liegen aus Holz vorbei. Zwischendurch glitzert die Sonne durch dunkelrote und senfgelbe Blätter. Heute geht es mit der Gondel auf 1645 Meter Höhe. Das heißt, dass wir diesmal nicht auf der Mittelstation Halt machen, sondern weiterfahren, nämlich bis zum Lerchfelskogel. In romantischer Kulisse, wie aus dem Bilderbuch, begrüßt uns die liebevolle Birgit Schweiger. Sie stellt uns heilsame Kräuter aus dem heimischen Garten vor und entführt uns in die Welt des Räucherns. Am Fuße der Luferer Steinberge starten wir Waldbaden für Familien mit Lisa Flatscher. Emily und Leon lieben die tollen Spiele und lernen nebenbei die Natur noch besser kennen. Das familienfreundliche TUI Blue Fieberbrunn bietet ein Herz für Fellnasen und eine hervorragende Küche. Wir befinden uns nur wenige Meter von der Talstation der Bergbahnen Fieberbrunn entfernt und genießen einen grandiosen Blick auf die Kitzbüheler Alpen.
anstatt uns über das Regenwetter zu ärgern, sind wir hier im riesigen Spielzimmer. Das ist echt nett gemacht. So. Emily und Leon bauen gerade einen Turm. Und Bonnie und Papa kuscheln.